Also von meiner Seite aus war das ein sehr kämpferisches Spiel. Ist natürlich auf Grand immer eine andere Sache. Beide Mannschaften sind eigentlich Rasen oder jeweils Kunstrasen gewöhnt. Ich fand das kämpferisch von beiden Mannschaften sehr gut. Ja, war ein ebenbürtiges Spiel. Wir hätten uns nicht beschweren können, wenn wir das Spiel verloren hätten. Aber ich glaube, das 2:2 geht am Ende vollkommen in Ordnung. Das Spiel war am Ende vom Ergebnis her gerecht, auch wenn es die ein oder andere Spielkultur vermissen ließ. Also ich fand, es war zu viel Gebolze. Zum Glück hat sich meine Mannschaft nicht ganz so viel davon anstecken lassen. Schade ist nur, dass wir eben nicht noch einen mehr gemacht haben. Das wäre eigentlich, denke ich mal, vom Ansehen, den Fußball her, verdient gewesen. Ansonsten vom Einsatz beider Mannschaften geht das Ergebnis absolut in Ordnung. Also natürlich hat man als Trainer manchmal immer andere Sichtweisen. Ich fand es aber grundlegend vollkommen in Ordnung. Es war auch für ihn ein schwieriges Spiel, weil eben viele Zweikämpfe auch im Spiel waren, weil es viele einzelne individuelle Szenen waren. Und dennoch fand ich seine Schiedsrichterleistung heute vollkommen in Ordnung. Die eine oder andere Entscheidung konnte ich so nicht ganz nachvollziehen. Ich nehme an, das Foul, was gegen Ende des Spiels war, was gegen uns gepfiffen wurde, wurde als Revanche gewertet. Zumal ich mir da aber schon eine Spielunterbrechung gewünscht hätte. Gerade in dem Alter, wenn gezielt auf die Beine gegangen wird, ein Spieler, egal von welcher Mannschaft, von den Beinen geholt wird, das gehört da in den Jugendfußball nicht rein. Das ist noch nicht so weit. Das geht nicht.